Hallo und willkommen zum neuen Video. Ich habe in meinen Videos, wo ich über meine Diagnose Leukämie gesprochen habe, ja öfters erwähnt, dass man sich doch bei der DKMS als Knochenmarkspenderin oder Knochenmarkspender registrieren soll. Und viele haben mich da immer gefragt, so hey, wie läuft das denn ab? Tut das Ganze weh? Und weil ich ja immer gern von Erfahrungen berichte, habe ich mir heute die Emily dazu geholt. Die hat das Ganze nämlich schon hinter sich und wir stellen ihr heute ein paar Fragen. Genau. Also ich bin die Emily, ich habe 2019 mein Knochenmark gespendet und werde euch heute ein bisschen was darüber erzählen. Die erste Frage ist, was ist Knochenmark eigentlich und warum ist es so wichtig? Also Knochenmark ist dieses schwammige Gewebe im Inneren des Knochen und wird zur Herstellung von den Blutzellen benötigt quasi. Bei Blutkrebspatienten zum Beispiel ist es so, dass dieses Knochenmark nicht mehr richtig die Stammzellen produziert und dadurch fehlerhafte Zellen produziert werden und die gesunden Zellen quasi daran hindern, ihre Aufgabe richtig zu erfüllen. Bei mir war es zum Beispiel so, bei meiner Leukämie, dass sich eine Zelle, die war irgendwie falsch, die war so doppelt so groß und war irgendwie nicht funktionsfähig, aber die hat sich immer wieder weiter vermehrt und hat die gesunden Zellen sozusagen verdrängt. Und das war so bei mir die Leukämie. Allerdings waren die neu produzierten Zellen generell ja normal, also die waren gut. Ja, man braucht auch nicht bei jeder Art von Leukämie eine Stammzelltransplantation. Genau. Bei manchen kann man auch mit den eigenen Stammzellen das gut behandeln oder mit Chemotherapie. Mhm. Aber bei manchen ist es halt eben so, dass wenn die Stammzellen allein schon fehlerhaft sind, dass dann eigentlich der letzte Ausweg die Stammzelltransplantation ist. Genau. Wer kann überhaupt Knochenmark spenden? Also gibt es da gewisse Voraussetzungen? Also grundsätzlich kann jeder Knochenmark spenden, der zwischen 18 und 55 Jahren alt ist. Man kann sich einfach bei der DKMS registrieren und wird dann irgendwann angefragt, falls man als potenzieller Spender in Frage kommt. Es gibt ein paar Ausschlusskriterien, das sind gewisse Vorerkrankungen, die wird man aber alle abgefragt, bevor man sich bei der DKMS registriert. Darunter fallen zum Beispiel gewisse Schilddrüsenüberfunktionen. Wie bist du eigentlich damals so darauf aufmerksam geworden, dass du sagst, hey, da registriere ich mich jetzt überhaupt? Also ich habe das auf, ich glaube Instagram war es gesehen, dass die DKMS da Werbung macht und habe mir das mal ein bisschen durchgelesen, mir das ein bisschen angehört und habe mich dann so ein Testset nach Hause bestellt und mich dann daheim registriert. Die schicken dann auch gleich so ein Kuvert mit, also ein Rücksendekuvert, da muss man auch nichts zahlen dafür. Okay. Und dann kann man das einfach die Stäbchen mit der Probe wieder da reintun und zur Post bringen und zurückschicken. Und das Stäbchen steckt man dann in den Rachen oder in die Nase? Oder? Genau, also es läuft so ab, man bekommt drei Stäbchen. Aha. Eins für die linke Wangenseite, eins für die rechte Wangenseite und eins nochmal für den kompletten Mundraum. Da geht es einfach darum, dass möglichst viele Zellen aufgenommen werden aus den Schleimhäuten und die dann eben im Labor ausgewertet werden können. Genau, also es ist echt innerhalb von 5 Minuten war ich fertig und dann... Ah ja, okay, genau. Also geht super schnell eigentlich. Ja. Was war deine Motivation dahinter? Also warum hast du jetzt gesagt, ja, da registriere ich mich jetzt einfach, das mache ich jetzt? Also bei mir war es jetzt nicht so, dass ich irgendwie einen persönlichen Hintergrund hatte. Also ich habe das einfach gelesen, habe mich darüber informiert, das hat mir gut gefallen. Ich hab mich mit 17 damals registrieren lassen. Also das kann man auch schon machen, man kann sich mit 17 registrieren, wird dann aber erst mit 18 freigeschalten. Ah, okay. Bei mir war es einfach so, dass ich was zurückgeben wollte. Also das war für mich so die einfachste Art, jetzt irgendwie aktuell schnell was zu machen. Weil Blutspenden konnte ich noch nicht und dann habe ich das eben gemacht. Ja, finde ich auch stark, so in dem Alter sagen, hey, da kann ich jemandem irgendwie helfen. Ja. Und wenn ich halt in Frage komme, dann kommt ja eh nochmal ein ganz anderer Prozess. Ja, ja. Da gehen wir ja jetzt dann drauf ein, weil du hast es ja, wie gesagt, schon hinter dir. Genau. Es gibt ja zwei verschiedene Arten, wie man Knochenmark spenden kann. Kannst du darüber was erzählen, was es gibt und was du gemacht hast? Genau, also es gibt die periphere Entnahme, die läuft eben übers Blut und es gibt die Knochenmarkentnahme aus dem Beckenkammknochen, die habe ich gemacht. Bei der peripheren Entnahme ist es so, dass man sich 5 Tage vorher einen Wachstumsfaktor spritzt, der dafür sorgt, dass die Stammzellen im Knochenmark angereichert werden, beziehungsweise die Stammzellen im Blut angereichert werden. Und diese überschüssigen Stammzellen werden dann bei der Spende entnommen. Also einem fehlt danach auch nichts, man hat nicht irgendwie Mangel oder sowas an Stammzellen. Ich wollte gerade fragen, tut es weh oder wie kann man sich das vorstellen? Eigentlich wie so ein... Also der Wachstumsfaktor, den spritzt man sich in den Bauch, die bekommt man die Spritzen nach Hause. Und das tut eigentlich nicht weh, bis auf diese Nebensymptome, die halt auftreten können bei manchen. Ja. Und dann die eigentliche Spende läuft dann so, ob man fährt in die Entnahmeklinik. Die dauert circa 3 bis 5 Stunden, an maximal 2 Tagen. Also in der Regel reicht 1 Tag. Also man kann sich das so vorstellen, man hockt sich in einen ganz bequemen Sessel und dann bekommt man eine Nadel in den einen Arm und eine Nadel in den anderen Arm. Dann kommt das Blut quasi aus dem einen Arm raus, läuft durch so eine Art Zentrifuge, wo die Stammzellen rausgefiltert werden und kommt auf der anderen Seite wieder rein. Also man hat auch keinen Blutmangel währenddessen. Okay. Es sind auch die ganze Zeit Schwestern und Ärzte da, die sich um einen kümmern. Und falls einem doch irgendwie mal übel werden sollte oder schwindelig werden sollte, ist auch immer jemand vor Ort, der da
der da drauf schaut. Also man ist auch nicht alleine die ganze Zeit. Genau. Okay. Man kann auch währenddessen Netflix schauen, das ist ganz entspannt. Okay, cool. Man sollte halt einfach nur entspannt da sitzen und sich jetzt nicht anstrengen. Mhm. Das war's. Und du hast aber eine andere Sache gemacht. Genau, ne? Also die periphere Narmhaut, über die ich gerade erzählt habe, die sind 90% der Fälle notwendig. Und in den 10% der Fälle ist eben die Knochenmarkentnahme notwendig. Die ist vor allem notwendig, wenn der Patient noch sehr, sehr jung ist oder eben sehr, sehr krank ist. Also bei mir war es eben so, dass der Patient noch sehr, sehr jung war. Und die Spende läuft dann quasi ab. Die dauert 3 Tage, man muss sich keinen Wachstumsfaktor spritzen. Man kommt am ersten Tag ins Krankenhaus, dann wird man am zweiten Tag operiert. Das dauert, hat bei mir jetzt eine halbe Stunde gedauert, die gesamte OP. Und das größte Risiko bei der OP war auch das Narkoserisiko. Also mehr Risiko gibt es da nicht und mehr kann da auch nicht passieren, bis auf diese Vollnarkose eben. Okay, und es tut auch nicht wirklich weh? Dann. Nee, also man ist unter Vollnarkose, man wacht dann auf, man wird auch gut betreut die ganze Zeit. Aha. Ja, das ist wie bei mir. Ich hatte das vor den Chemotherapien ja immer gehabt, dass ich da auch Knochenmarkspunktionen... Es tut schon weh, sage ich, aber ich hatte keine Vollnarkose. Genau. Und ich hatte das 5-mal durch. Und aber es ist auch auszuhalten. Ich musste mich danach auf so einen Sandsack immer sitzen. Und dann war das aber auch okay. Und am nächsten Tag tut es noch so ein bisschen sticheln, aber das war's. Ja, genau. Also so ähnlich kann man sich es auch vorstellen, nur halt eben unter Vollnarkose. Ja, angenehmer. Auf jeden Fall angenehmer. Man bekommt dann auch eben so einen Sandsack, wie du erzählt hast. Oder zwei, weil manchmal wird auch an beiden Seiten entnommen. Bei mir wurde jetzt nur an einer Seite entnommen, weil sie eben nicht so viel gebraucht haben für den Kleinen. Okay, und dann ist es eigentlich schon vorbei. So, ja. Also man geht ins Krankenhaus, Narkose, Entnahme. Genau. Und dann darf man wieder am nächsten Tag wieder gehen. Genau, also ich bin an dem gleichen Tag noch wieder nach Hause gefahren am Abend. Ich hatte in der Früh um 8, glaube ich, die OP. Und am Abend bin ich dann schon wieder, also nicht selber gefahren, aber wurde halt heimgefahren. Und man kann auch, wenn man sich noch nicht so fit fühlt von der Narkose, noch einen Tag länger im Krankenhaus bleiben. Ja, okay. Wer zahlt das eigentlich alles? Also wie läuft das eigentlich ab, so Krankenhausaufenthalte? Das zahlt alles die DKMS, beziehungsweise dann die Krankenkasse von dem Empfänger quasi, in dem Land, wo es halt empfangen wird. Aber so zahlt es alles die DKMS. Also bei mir war auch eine Begleitperson dabei, da wurde das Hotel übernommen, es wurde Verpflegung übernommen, es wurde Sprit übernommen. Also alles wird da, man bleibt da auf nichts sitzen. Man kann sich natürlich dafür entscheiden, diesen Betrag nicht einzufordern, sondern der DKMS zu spenden. Aber man kann sich natürlich auch alles erstatten lassen. Was mich auch noch interessieren würde, wie läuft denn so eine Anfrage ab? Also hatte ich dann die DKMS einfach angerufen und gesagt, hey, kannst du mal spenden kommen? Oder wie läuft das ab? Ja, so ähnlich. Also die haben mir eine SMS geschrieben und mich angerufen. Und dann habe ich erstmal die SMS gelesen, dann habe ich zurückgerufen. Dann haben die gesagt, dass ich als potenzieller Spender in Frage komme und ich doch, ob ich noch bereit wäre zu spenden. Das fragen die auch immer bei jedem Schritt. Das ist denen auch sehr, sehr wichtig. Dann habe ich gesagt, natürlich wäre ich noch bereit zu spenden. Und dann war der nächste Schritt, dass ich quasi nochmal zum Hausarzt gehe und Blut abgenommen bekomme, um eben zu schauen, ob ich wirklich zu 100% zu diesem Patienten passe. Okay. Das war dann bei mir auch der Fall. Da wird dann auch nochmal gefragt, ob man immer noch bereit ist zu spenden, weil es dann schon konkreter wird. Und dann kommt eben die große Voruntersuchung, bei der man eben nochmal komplett durchgecheckt wird, ob der Körper gesund ist, ob er diese Vollnarkose gut vertragen wird, ob er irgendwelche Vorerkrankungen hat und so weiter. Für die Voruntersuchung war ich eben auch noch in der Entnahmeklinik. Bei mir war das damals in Nürnberg. Da wird man also komplett den ganzen Tag einmal durchgecheckt. Das ist eigentlich auch ganz cool, weil dann weiß man auch im Endeffekt, dass mit einem alles stimmt. Ja, stimmt. Also das ist so ein kostenloser Gesundheitscheck so gefühlt eigentlich. Und das ist echt ganz cool gewesen. Also um das zeitlich ein bisschen einzuordnen, ich wurde circa im Mai 2019 angefragt. Die Voruntersuchung war dann im Sommer und die Spende hätte im September sein sollen. Dann ging es dem Patienten aber leider sehr, sehr schlecht. Das heißt, wir mussten die Spende verschieben auf kurz vor Weihnachten 2019. Und da habe ich dann eben gespendet und 2 Tage später hat der Kleine das dann bekommen. Okay, Wahnsinn. Und die DKMS schaut auch, dass der Termin für einen selber passt. Also wenn man jetzt irgendwie gerade sagt, ja, da bin ich gerade im Ausland oder da bin ich gerade... habe ich eine stressige Phase in meinem Leben, dass man dann den Termin von der Spende so legt. Natürlich im Vordergrund steht der Patient, aber wenn es möglich ist, dass man auch auf die Wünsche des Spenders eben eingeht. Ich wollte auch gerade noch fragen, wie ist es, wenn man arbeitet, wird man da freigestellt oder wie läuft das ab? Genau, also man wird freigestellt, entweder zahlt das der Arbeitgeber oder die DKMS übernimmt die Kosten für den Ausfall, das kann dann der Arbeitgeber entscheiden. Ist ja auch eine gute Sache, sag ich mal, wo man der Arbeitgeber auch mal sagen kann, ja komm, ja, also das, viele da Arbeit, leben ja. und... Viele Arbeitgeber sagen natürlich, das übernehmen wir. Ja. Es ist ja auch im Endeffekt nicht so lange. Gibt es sonst irgendwelche Risiken, wo du sagst, hey, wenn man so eine Knochenmarkspende macht, das ist ein gewisses Risiko verbunden? Also bei der peripheren Entnahme ist das Risiko
quasi dieser Wachstumsfaktor, wo man eben diese grippeähnlichen Symptome haben kann, aber das war es dann auch schon wieder. Also man entwickelt ja keine wirkliche Grippe, nee, sondern es sind nee, nur diese Symptome. Nee. Es sind nur Symptome. Die gehen nach ein, zwei genau, Tagen das wäre so ein Risiko, was man da vielleicht erwähnen könnte, aber das hält sich jetzt sehr in Grenzen, würde ich sagen. Und bei der Knochenmarkentnahme ist es eben das komplett normale Vollnarkoserisiko, was man bei jeder anderen Operation auch hätte. Also mehr passiert da nicht. Der Körper regeneriert von innerhalb von wenigen Wochen dann das Knochenmark wieder selber und die Stammzellen. Und einem fehlt danach auch nichts mehr. Man hat keinen Mangel, man hat keine Mangelerscheinungen auch. Also die DKMS fragt auch alle paar Wochen, wie es einem geht. Okay. Man muss jedes Vierteljahr so einen Fragebogen ausfüllen oder kann man ausfüllen eben und eben zurückschicken, dass einem gut geht, ob man irgendwelche Sachen davongetragen hat. Aber ist jetzt der DKMS nichts bekannt bis heute. Da muss man sich keine Sorgen machen, dass danach irgendwas, auf gar keinen Fall. Irgendwas ist. Magst du noch erzählen, oder weißt du, wie das abläuft, wie dann eben so ein passender Spender zu einem Empfänger gefunden wird? Also es ist so, anders wie bei der Blutspende zum Beispiel, wo die Blutgruppe übereinstimmen muss, müssen bei der Stammzellspende die HLA-Merkmale übereinstimmen. Da bekommt man bei der Geburt 6 von der Mutter und 6 vom Vater in einer bestimmten Reihenfolge. Und das sind so genetische Merkmale eben. Und die müssen so gut wie es geht natürlich zu dem Empfänger übereinstimmen und dann kann man spenden. Deswegen ist es so schwierig, auch einen passenden Spender zu finden, weil es halt eben sehr, sehr viele tausende verschiedene Merkmale gibt in sehr, sehr vielen verschiedenen Kombinationen. Und da geht es halt in die Millionen von Kombinationsmöglichkeiten her. Und da halt eben jemanden zu finden, der genau zu dem Empfänger passt, ist halt sehr, 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 sehr schwierig. Ja, kann ich mir vorstellen. Es ist auch so, dass verschiedene Ethnien verschiedene HLA-Merkmale haben. Also zum Beispiel asiatische Länder haben ihre eigenen HLA-Merkmale oder amerikanische Länder oder nordische Länder. Und deswegen ist es für die DKMS auch so wichtig, möglichst viele verschiedene Menschen zu typisieren. Wenn die Eltern jetzt aus verschiedenen Ländern kommen, ist es noch wichtiger. Ist es noch wichtiger, sich zu typisieren, genau. Vielleicht ist das ein Grund auch für den einen oder anderen oder die ein oder andere sagen, ah ja, okay, vielleicht bin ich eine der besonderen Personen. Vielleicht habe ich spezielle genetische Merkmale, genau. Du hast ja gerade gesagt, du hast 2019 deine Stammzellen gespendet. Und hast du jetzt Kontakt mit dem Empfänger oder weißt du, wo das hinging oder wie läuft das ab? Ja, also man erfährt am Tag der Spende die Nationalität, das Alter und das Geschlecht des Empfängers. Bei mir war es eben zwischen 0 und 3 Jahren, männlich und Argentinien. Also das habe ich erfahren an dem Tag. Das war auch also sehr, sehr bewegend irgendwie, dass es für so ein kleines Kind doch ist noch. Man erhält immer Gesundheitsupdates zu dem Empfänger eben, wie es ihm geht. Und bei mir war es so, dass mein Empfänger ein gewisses Syndrom entwickelt hat, dass eben meine Stammzellen in seinem Körper abgestoßen werden und als fremd anerkannt werden. Das konnte aber dann ganz gut behandelt werden mit Cortisol und dann hat der Körper auch irgendwann angefangen, die Stammzellen anzunehmen und sein eigenes neues blutbildendes System zu entwickeln. Und Anfang letzten Jahres habe ich dann eben die Nachricht bekommen, dass es ihm gut geht, er krebsfrei ist. Ach cool. Und jetzt weiterleben kann, genau. Also man kann auch dann nach 2 Jahren erlischt die Anonymitätsfrist. Davor kann man sich anonym Briefe schreiben, wenn man möchte. Nach 2 Jahren erlischt diese Frist. Und ich habe dann eben auch Anfang letzten Jahres nachgefragt, ob man vielleicht Kontaktdaten austauschen möchte. Dann hat aber die Familie von ihm gesagt, dass sie noch gerne warten würden, bis er alt genug ist. Also sie schließen das nicht komplett aus, aber zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht. Ja, er ist ja auch noch sehr jung und muss das Ganze wahrscheinlich verstehen. Also wenn ich mal denke, dass er vor 5 Jahren Maximal drei war, das ist halt dann schon sehr, sehr jung und ich verstehe die Familie da voll. Ich würde es genauso machen, wirklich. Wie fühlt sich das an, wenn man jetzt sagt, okay, durch mich, ich habe jetzt ein Leben tatsächlich gerettet, weil das ist ja auch immer so beim Blutspenden, Blutspenden, Leben retten, das ist ja schon so eine Floskel, aber ich glaube schon, also wie fühlt es sich an, wenn man sagt, okay, ich habe jetzt da was echt Gutes getan. Ja, es war schon echt ein krasses Gefühl, vor allem so, nach der Spende, man ist natürlich erstmal total fertig irgendwie und dann erfährt man, dass es jetzt echt, also dort auch angekommen ist und alles Mögliche. Also das war schon richtig krass und man fiebert dann auch unglaublich mit dieser Person, die man eigentlich gar nicht kennt. Das war halt so, okay, jetzt geht es ihm schlechter, hoffentlich schafft er das. Und dann, als ich eben die Nachricht bekommen habe, dass es ihm gut geht, das war halt echt wie so, weiß ich nicht, war schon echt richtig, richtig schön zu hören. Ja, glaube ich. Und auch, dass er krebsfrei ist, also das hat mich sehr, sehr glücklich gemacht. Ja, das kann ich mir vorstellen. Ja, und eigentlich mit relativ wenig so, oder mit seinem eigenen Körper dann jemand anders so zu helfen. Ja. Weißt du, wie das dann abläuft mit, also er kriegt ja deine Zellen oder, also, weiß nicht, 100.000, ich kann jetzt keine Zahl irgendwie nennen, und fängt er dann aber trotzdem irgendwann an, oder sein Knochenmark, auch diese Zellen zu reproduzieren, oder? Genau, also es ist so, er bekommt davor eine ziemlich aggressive Chemotherapie und seine Stammzellen werden halt komplett runtergefahren, also sein blutbildendes System wird einfach zerstört. Ja, ja.
Und meine Stammzellen werden ihm dann eingefügt. Ja. Und der Körper beginnt dann von alleine, dieses neue blutbildende System zu entwickeln, okay, und sich selber zu regenerieren. Wahnsinn, auch was die Medizin, finde ich, heutzutage alles machen kann. Also da bin ich ja auch mehr oder weniger der lebende Beweis, weil ohne die ganzen Chemotherapien wäre ich jetzt halt auch nicht mehr hier. Und das finde ich so krass einfach, was alles möglich ist. Ja. Und wenn man da irgendwie dazu beitragen kann und es auch macht, das finde ich halt mega. Und deswegen haben wir auch gesagt, wir machen heute dieses Video zusammen, weil ich erstens euch so ein bisschen näher bringen wollte, wie läuft das Ganze ab, dass man davon auch ein bisschen die Angst wegbekommt, dass man sagt, okay, soll ich mich da registrieren? Ich weiß nicht, was da auf mich zukommt. Ja. Aber wenn du jetzt sagst, hey, du hast das alles super gut überstanden und ja, es ist natürlich mit einem Aufwand verbunden, sage ich jetzt natürlich, mal, mit dem zeitlichen. Ja. Aber was auf der anderen Seite ja dann ankommt, dass man wirklich halt jemand, wenn man in Frage kommt erstmal, dass man dann halt wirklich auch ein Menschenleben, das so viel wert ist, einfach retten kann. Und das finde ich halt schon bemerkenswert auch einfach. Ja, das ist echt sehr, sehr schön. Also für so eine kleine Sache quasi, dass man so viel zurückgeben kann. Ja. Das gibt einem selber auch sehr, sehr viel dann wieder. Ja, kann ich mir vorstellen. Dann sind wir eigentlich schon auch am Ende des Interviews. Ich hoffe, dir hat es gefallen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Falls ihr noch Fragen habt für Emily, schreibt sie gerne unten in die Kommentare, dann beantworten wir die einfach. Mhm. Möchtest du noch was sagen, so als letzten Satz? Vielleicht so ein kleines Appell, dass denkt einfach daran, dass es jeden treffen kann, Blutkrebs, also euren Nachbarn, jemanden aus der Familie oder sogar euch selber. Und es ist wirklich eine sehr, sehr kleine Sache. Es ist wirklich nur ein Mundabstrich, um sich da zu typisieren. Und es ist auf jeden Fall was Gutes. Genau, alle Links sind natürlich unten in der Infobox. Informiert euch gerne mal und bestellt euch das Kit nach Hause, bisschen Stäbchen rein und man kann ein Leben retten. So einfach klingt es irgendwie, aber es ist... So einfach ist es auch. Ja, es steckt halt aber auch so viel mehr dahinter irgendwie. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Gebt gerne einen Daumen nach oben und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao!